Herzlich willkommen. Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten. Ich habe keine Ahnung, wann ihr das schaut. Vielleicht schaut ihr das erst im Jahr 2019 im Juli und es ist warm und heiß. Mir doch egal. Jetzt, wo wir diese Sendung live aufzeichnen, ist Weihnachtsstimmung und bei mir ist Christian Huber, a.k.a. Pokerbeats. Ja. Da kennt man dich im Internet. Du bist ja auch umtriebig im, sehr cooler Name. Im Internet. Und du hast dieses Buch geschrieben, 7 Kilo in 3 Tagen. Und deswegen bist du hier, unter anderem, du bist eh hier, weil du cool bist und immer gern gesehen bist. Weil es hier warm ist und weihnachtlich. Feuer brennt. Feuer brennt. Und dein Buch geht nämlich genau darum, dass man Weihnachten nach Hause kommt und was man da so erlebt, wenn man so Anfang, Mitte 30 ist, wie wir beide. Bevor wir gleich immer so ein bisschen inhaltlich werden, über dein Buch sprechen, lass uns ein bisschen über dich quatschen. Du führst ein sehr bewegtes Leben. Du bist Autor fürs Neo-Magazin, für Jan Böhmermann. Ja. Was machst du noch so in deiner freiberuflichen Karriere? Das ist jetzt mein zweites Buch, das ich geschrieben habe. Im Autorenteam von Jan Böhmermann, Neo Magazin Royal bin ich. Und ansonsten schreibe ich so Comedy-Programme, Kolumnen ab und zu mal. Und lebe vom Schreiben tatsächlich. Vorher habe ich von der Musik gelebt. Daher kommt auch der mega coole Künstlername Pokerbeats, den man nicht mehr rückgängig machen kann. Ah, das ist die Scheiße im Internet, ne? Kosten, einmal so einen Namen ausgewählt. Rocket Beans und du kriegst es nicht, du kriegst mehr die Kacke nicht mehr raus, obwohl das Schlimmste ist, ich krieg die anderen nicht mehr raus, weil der Name keinen Sinn mehr macht. So, weißt du, das ist das Schlimme. Ja, kenne ich. Mein Internetname ist Böde, also Uli von Bödefeld. Ich habe auch sogar einen Unterstrich bei Twitter. Sehr gut. Obwohl ich war nicht so spät dran bei Twitter. Ich war, 2009, 10, keine Ahnung. Aber da war Bödefeld schon weg. Jetzt habe ich halt den Unterstrich. Aber es ist mir auch egal, es gibt schlimmere. Es gibt schlimmere Namen. Pokerbeats zum Beispiel. Nein, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Und weißt du, irgendwann, und das ist das Geile, ist, du siehst manchmal ein Wort und du siehst dieses Wort und es ist schrecklich. Aber mit der Zeit, wie so ein Stein, der weich gewaschen wird. Oder im Schuh ist und man gewöhnt sich irgendwie dran. Ja. Aber der Name bekommt eine andere Färbung. Ja. So, man sieht das anders, das Wort dann irgendwann. Das stimmt. Es liest sich, also es sieht besser aus, als es sich spricht, tatsächlich. Also, es klingt mega uncool und liest sich aber okay. Damit kann ich leben. Kann eh nichts mehr machen jetzt. Aufhören. Aber ich habe mich auch, also für mich ist dieses Wort eh mit deiner Person gebrandet und du bist ja cool. Deswegen ist es für mich jetzt auch cool konnotiert. Ja, dann geht's. Ja, genau. Und das ist dein zweites Buch. Wie heißt nochmal dein erstes Buch? Fruchtfliegendompteur. Genau, Fruchtfliegendompteur. Ja. Das haben wir auch schon hier besprochen. Ja. Und jetzt bist du wieder da. Vor fast genau, morgen wären es 2 Jahre tatsächlich, dass ich hier war. Also ich weiß nicht, wann ihr das guckt, aber... Es ist immer so, da vor Weihnachtszeit offenbar sehr lukrativ der Autoren. Das ist jetzt ganz gut. Genau. Ja. Das ist nice. Ich würde gerne das Gespräch mit dir unterteilen, weil auf der einen Seite finde ich es mega interessant, wie so deine Autorentätigkeit im Allgemeinen ist, das Schreiben im Allgemeinen ist und das viel andere ist dieses Buch, was echt cool ist. Ich habe es leider noch nicht ganz durch, aber es ist wirklich gut und ich sage das nicht jetzt irgendwie. Am Ende geht das Schiff unter. Oh nein, und Leo stirbt. Genau, aber lass mal anfangen, ein bisschen über dich als Autor so zu sprechen. Das ist jetzt dein zweites Buch. Verstehst du dich selbst als Autor? Tatsächlich inzwischen. Ja? Also das ist tatsächlich halt das, womit ich meine Miete zahlen kann. Und meine Eltern freuen sich, wenn das mein Beruf ist und deswegen ist Autor ist jetzt mein Job. Wolltest du es immer schon machen? Nö, meine Miete zahlen können wollte ich immer. Das ist so. Aber Autor werden, wie gesagt, ich habe halt lang Musik gemacht, 10 Jahre auch von der Musik gelebt, ganz schlecht beschissen von der Musik gelebt. Gibt es irgendwas, was in Erinnerung geblieben ist von dir? Songs, die ich gemacht habe. Ja, irgendwas, wo die Leute jetzt vielleicht sagen, ach fuck, das ist von dem. Was für Casper gemacht, was man vielleicht kennt. Ja, oder welchen Song? Unfassbar heißt der Song. Okay. Das ist so eine B-Seite von der Single. Aber ist Gold gegangen. Nice. Und ich bin nicht gut, ich bin nicht musikalisch, bin ein wirklich schlechter Musiker und habe aber irgendwie aus den 2,5 Akkorden, die ich kann, alles rausgeholt, was man so rausholen kann. Gut. Und habe dann gemerkt, es gibt 11-Jährige, die einfach besser sind als ich, weil die halt sich über YouTube die ganzen Skills... Immer 11-Jährige, die besser sind, egal was du machst. Ich hasse 11-Jährige. Ja. Ich hasse die ganze... die schlimmsten Menschen. Ich finde, das ist völlig... Was soll denn das? Die haben so viel Zeit und wühlen sich in ein Thema rein und denen fällt alles so leicht. Ja. Ich finde, es müsste irgendwie so... Die Welt müsste unterteilt sein. Es müsste eine Welt geben, zu der 11-Jährige keinen Zutritt haben. Ja. Es müsste ein Internet für 11-Jährige geben. Richtig. Es dürfte bei Call of Duty keine 11-Jährigen geben. Dürfte es nicht. Es dürfte eigentlich keine 11-Jährigen geben. Die sind ja auch so rotzfrech und schlagfertig teilweise. Du darfst die auch nicht verprügeln. Aber und wenn, dann können die meistens irgendwie Kung-Fu oder sonst irgendwas. Was und du hast keine Chance. Und dann ist es noch demütigender. Ich bin sehr sicher, dass es 11-Jährige gibt, die mich verprügeln können. Wie viele 11-Jährige glaubst du, schaffst du? Wie viele packst du? Einen halben. Ich glaube, maximal. Ja. Einen 5,5-Jährigen, vielleicht. Genau. Aber dann wird's ich habe jetzt schon Schiss, dass mein Sohn bald stärker ist als ich. Irgendwie. Und der ist irgendwie nicht mal 2. Ja, und dann bist du geswitcht von der Musik
Obwohl du nicht so unerfolgreich warst. Ja. Und hast gesagt, ich schreibe jetzt lieber, ja? Ne, es war der Twitter-Account, den ich habe und mit dem ich Dinge ins Internet schreibe, war dann irgendwann so, dass er recht viel gelesen wurde tatsächlich. Und dann gab es eine Woche, in der mich ein Verlag angeschrieben hat, ob ich Lust habe, eine Kolumne zu schreiben. Mhm. In der gleichen Woche hat Jan Böhmermann gefragt, ob ich Lust habe, Gags fürs Neo-Magazin mitzuschreiben. Ach, das ist ja lustig. Und dann hat noch ein Verlag gefragt, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben. Und dann war es so, okay, scheiß auf die Musik. Was ist da passiert in deinem Leben? Das irgendwas, in dieser einen Woche? Ja, so unterm Brennglas irgendwas ist ja, passiert. Irgendwas, ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da gesprungen. Die Platte ist irgendwie gesprungen. Das war eine gute Zeit für dich wahrscheinlich. Ja, war ganz, also das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß, was ich machen will. Mhm. Das war so ein ganz... Wie alt warst du da? Da war ich 30. Mhm. Ja, genau. Und da war es so, okay, dann schreiben kann ich besser als Musik machen. Ich kann nicht mal Noten lesen, Buchstaben lesen geht. Mhm. Und deswegen habe ich dann irgendwann hab ich nur noch geschrieben und das hat dann okay funktioniert. Hast du vorher viel gelesen? Warum ja, zu der Zeit nicht tatsächlich. Ich lese jetzt wieder viel mehr, aber zu der Zeit habe ich eigentlich nur Serien geguckt. Aber liest Filme du anders geguckt. Seitdem? Also rückwärts. Nee, ich meine in dem Sinne, dass du andere Autoren als Kollegen wahrnimmst und deren Technik nee. So ein bisschen eher auch wahrnimmst? Ich finde auch alle besser. Das ist tatsächlich so. Ja? Also wenn ich was von jemand anders lese, denke ich mir immer, fuck, warum ist mir das nicht eingefallen? Ist das Buch besser als Fünf Fliegen Domteur? Ja. Ja? Ja, ich mag es lieber. Also aus deiner Sicht nicht? Ja. Also ich mag es wesentlich lieber. Es ist runder. Beim ersten Buch war es irgendwie so, ich habe mich hingesetzt und habe einfach auf das Keyboard gedrückt und dann waren irgendwie am Schluss waren Seiten fertig und das war dann ein Buch. Aber bei dem habe ich mir halt, wenn auch nicht so lang, wie ich es gern gewollt hätte, Figuren überlegt, eine Handlung überlegt und dann mit Plan geschrieben, tatsächlich. Mhm. Ich habe es in 2 Monaten geschrieben, das Buch, was recht schnell ist. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, aber... Hattest du eine Deadline, oder? Ja, und zwar, wenn das Neo-Magazin wieder losgeht, weil die Deadline okay, ich muss das in der Sommerpause nicht vom Verlag, sondern davon. Nee, ja. Okay. Mhm. Und also mir gefällt es vom Geschriebenen her besser. Das geht schon in die Richtung, wo ich vom Schreibstil her hin will. Mhm. Aber es ist auch noch viel Luft nach oben. Und es gibt halt so viele 11-Jährige, die bessere Bücher schreiben als ich, dass ich vielleicht auch wieder aufhöre. Ja, aber es gibt nicht so viele 11-Jährige, die bessere Bücher schreiben als du. Und, in China bestimmt. In China mit Sicherheit, aber die sind auch im Keller irgendwo und müssen nebenbei Gold farmen für World of Warcraft. Wie eure Grafiker. Ja. Vorhin erzählt, dass die eingesperrt sind. Ja, die dürfen halt jetzt, während wir hier aufzeichnen, weil hinter uns ist das Grafiker, dürfen nicht raus, ob die Pipi machen müssen oder nicht. Ich meine, du riechst da eh unangenehm drin, das fällt nicht auf, wenn die es mal laufen lassen. Von daher, da müssen die jetzt durch. Ja, also du bist jetzt quasi Autor und ich finde es sehr interessant, auch mal quasi. So, dass man am lebenden Patienten erkennen kann, wie du so deinen Schreibstil weiterentwickelst und dich als Autor findest und dass man irgendwann vielleicht dann auch mal ein Buch in die Hand nimmt und sagt, ey, es liest sich wie Pokerbeats. Hast du irgendwelche Autoren, die dich inspirieren? So, also thematisch könnte es ja auch, so ein Stuttgart-Barre-Buch aus den 90ern so ein bisschen sein. Ne? Ja, so von, der schreibt auch gut, mag ich auch, Stuttgart-Barre. Ach Gott, Heinz Strunk finde ich großartig, auch wenn ich Jürgen jetzt ein bisschen... Also der Goldene Handschuh war besser. Mhm. Ich mag überhaupt die ganzen Studio Braun-Leute. Rocco Schamoni schreibt halt fantastisch. Das ist so jemand, wenn ich das lese, dann denke ich mir so, mache ich doch wieder Musik. Also es ist so, der ist einfach unglaublich. Ja. Oder Thomas Melle, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist unfassbar, also es ist fast schon Prosa, wie der schreibt. Und das ist halt so sprachgewaltig, auch wenn er jetzt nicht so wahnsinnig viel erzählt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt 3000 Euro. Da geht es nur darum, also es ist eine Geschichte von 2 Figuren und eine der beiden Figuren muss unbedingt 3000 Euro auftreiben und lernt dann die zweite Figur kennen und die könnte der ersten Figur dann helfen. Mhm. Und es ist nur diese Begegnung und ist, also das ist einfach unfassbar schön, unfassbar gut geschrieben. Okay. Und das, wenn ich mal so ein Buch geschrieben habe, höre ich auf. Besser geht's nicht. Muss ich mir mal durchlesen. Wir machen wir das mal hier im Buchclub. Merke ich mir. Check, der ist weird, der Typ. Also wenn du den einlädst, der ist auf jeden Fall... Wird er kommen. Der hat einen an der Marmel auf jeden Fall. Muss man manchmal, glaube ich. Ich glaube, das ist... An der Marmel ist ja auch subjektiv. Es ist, ne? Ist nicht negativ gemeint. Nee, aber ich meine, es ist auch weder negativ noch positiv, aber es ist subjektiv, weil an der Marmel ist ja immer nur Minderheit und Mehrheit sozusagen. Ja. Wenn alle einen an der Marmel haben, sind wir die mit einer an der Marmel. Ja. Und vielleicht musst du einen an der Marmel haben, um so gut zu schreiben,
dass andere Leute das dann so empfinden. Absolut, weißt du? Glaube ich auch. Ja, man muss diesen Leuten, die einen an der Marmel haben, einfach nur die Plattform bieten, dass sie dann dementsprechend auch produktiv sind, bevor sie den Drogentod sterben meistens. Ja, aber was gut für die Verkaufszahlen ist tatsächlich, den Drogentod zu sterben, würde mein Verlag sich wahrscheinlich gerade wünschen. Mal gucken, wie der Abend noch läuft. Da kommen wir noch hin. Wir haben noch irgendwie 20 Minuten, da können wir bestimmt noch Crack rauchen oder irgendwie was uns einen Schuss setzen. Lass mal ein bisschen jetzt über dein Buch reden. Ja. Das ist, ich finde das so toll. Was ich an deinem Buch so mag, ist, mal abgesehen davon, dass es zur rechten Zeit kommt, nämlich zur Weihnachtszeit, ist, dass man das liest und man denkt immer so, ey, ich habe das alles gar nicht so exklusiv, ähnlich wie meine Ex-Freundin. Und dann fühlt man sich so ein bisschen heimelig irgendwie. Ja. Und das ist so schön an dem Buch. Man hat den Hauptcharakter Bastian, heißt der. Bastian. Und er ist auch so ein Pendler zwischen den Welten. Er ist ähnlich wie du, Freiberufler. Ja. Wir kommen eh gleich noch dazu, wie viel Autobiografisches davon drinsteckt. Er, 4 Kilo ungefähr. 4 Kilo von den 7, genau. Er wohnt in Köln, er hat in Berlin gewohnt mit seiner Freundin zusammen und kommt aber eigentlich aus der Provinz, so ein bisschen aus Bayern, so wie du auch. Ich auch. Und es ist chronologisch, natürlich springt das irgendwie so ein bisschen, aber in der Jetztzeit ist es so, dass er nach Hause fährt und seine Eltern besucht. Jeder kennt das, man kommt nach Hause, sieht quasi auf dem Heimweg Nostalgie pur, Memory Lane, überall. Ja. Der alte, Kindheitserinnerungen werden getriggert. Ja, genau, alles wird getriggert und aber auch dieses Gefühl wird getriggert. Ja. So, ne? Dieses Weihnachtsgefühl, es gibt nichts Geileres, so dieses, die Zeit hält an. Komplett. Es stoppt halt. Es kommen die drei Haselnüsse im Fernsehen und oder die Goonies für die etwas Jüngeren und die Musik spielt Driving Home for Christmas. Und man hat schon drei Punsch. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist noch nicht mal 8 Uhr morgens. Und es ist halt, es ist einfach heimelig. Also ich finde, Weihnachten ist halt wirklich dieses Stopptaste, wenn ich, also vielleicht nur Zeitlupe, aber trotzdem, es läuft alles langsamer. Ja. Man kommt irgendwie tatsächlich so ein bisschen zur Ruhe. Man trifft Leute wieder, die man seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, auf die man sich ewig freut. Man trifft Leute wieder, wenn man die ein Jahr nicht gesehen hat und man sieht sie wieder, stimmt es von der ersten Minute an wieder. Ja. So was gibt's ja. Und irgendwie ist es halt so eine Auszeit einfach Weihnachten. Deswegen mag ich es. Klar ist es Kommerz und klar ist es viel, viel Kitsch und irgendwie überlaufende Weihnachtsmärkte und so weiter. Aber fuck off. Wirklich. Also es ist einfach ruhig. Ich hasse ruhig. Ja, diese ganzen Zynikerschweine, die dann sich dagegen stellen müssen und sagen müssen, ah, das ist uncool. Nee, die sollen ihr Maul halten. Für mich ist das auch, Weihnachten ist so, als wenn du so eine Schneekugel auf den Kalender dort und da musst du durch. Genau. Und das ist so richtig zäh. So, du bewegst dich ganz langsam. Durchessen. Eigentlich musst du dich durchessen. Ja, durchfressen durch diese Schneekugel. Aber es ist einfach alles schön da drin und irgendwann kommst du wieder raus und wutz, der Alltag fegt dich wieder weg. Und ich kann überhaupt nichts mit Weihnachtszynikern anfangen. Ich feiere das auch total und ärgere mich immer, wenn ich so durchgeprügelt werde durch den Kalender, dass ich gar nicht die Zeit mir nehmen kann. Ich möchte eigentlich auch alles mitnehmen, auf den Weihnachtsmarkt gehen und diese scheiß Musik hören, weil ich das geil finde. Und in dem Ort, wo auch dieses Buch spielt, also in dem Buch heißt der Ort Schwarzendorf, das in dem Heimatort, wo ich auch kurz vor Weihnachten wieder hinfahre, da gibt es bei uns in Bayern ist es Christkindlmarkt, also ein Wintermarkt, ein Weihnachtsmarkt, und da sind 4 Buden. Und 2 davon sind Bratwurststände. Einer verkauft Glühwein und Mützen. Und das war's halt. Ja. Und das erdet. Was ist so der 4. krass. Der 4. ist immer eine Überraschung. Ah, okay. Jedes Jahr was weiß anderes. Nicht, Döner wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der erdet so krass, dieser Weihnachtsmarkt. Weil wenn du aus der Großstadt kommst und den ganzen Tag irgendwie in diesen scheiß Medien arbeitest und so weiter, weißt du ja selber, dann ist es immer Druck und so, und du stehst dann aber auf diesem Weihnachtsmarkt und die einzige Entscheidung, die du treffen musst, ist, kaufe ich bei dem Bratwurststand was oder bei dem? Ja. Und wie viel Senf mache ich drauf? Ja. Und es ist einfach die einfachen Dinge. Es ist einfach geil. Ja. Und man kommt nach Hause und man fühlt sich ein bisschen schuldig, weil man sich bedienen lässt. Ja. Aber man macht so pseudo-ernst gemeinte kann ich was helfen? Bitte nicht. Ja, bitte nicht. Sagt nein. Und natürlich wird nein gesagt. Man kann sich einfach, man kann so lange schlafen, wie man will. Ja. Und es ist so ruhig auf dem Dorf. Ja, voll. Als Großstädter kennt man diese Ruhe nicht, die auf dem Dorf ist. Und du siehst wirklich Sterne. Und all diese Dinge, die in deinem Leben wahrscheinlich passieren und in meinem auch passieren, passieren eben auch in diesem Buch, passieren im Charakter. Und deswegen macht das so viel Spaß, weil ich mich sofort mit dem connecten konnte. Ja. Ich kann dir mal kurz erzählen, was ihm passiert. Ja, also bei 7 Kilo in 3 Tagen ist es halt so, dass Bastian fährt über Weihnachten, wie du gerade schon gesagt hast, aus der Großstadt zu seinen Eltern, will da Weihnachten mit seinen Eltern verbringen in der Provinz. Und Bastian hat aber ein Problem, und zwar, er trifft seine Ex-Freundin
Fine das erste Mal wieder. Und Fine ist leider die neue Freundin seines Bruders. Ja. Und sie sehen sich das erste Mal an Heiligabend wieder und es ist fucking awkward. Natürlich. Was, ist bist es du awkward. Da schon? Nee, ich bin kurz davor. Okay. Ich frag mich jetzt gerade noch, ob das andere Mädchen aus der Kneipe nochmal eine Rolle spielt. Und ich bin mir ganz sicher, das ist so eine Technik, dass das Geschenk für den Bruder, ich bin da noch nicht, aber es wird ein Desaster sein, weil ich weiß es noch nicht. Abwarten. Aber er hat es nicht selbst eingepackt und er hat nicht nachgeschaut, ob es das Richtige ist. Ja. Und ich denke die ganze Zeit, okay, das wird ein Desaster werden. Aber vielleicht auch nicht. Aber das ist auch eine gute, ja, okay, alternatives Ende schreiben. Ja, ja, also das ist auch, es ist halt kein typisches Weihnachtsbuch und das ist auch das Feedback, das ich viel kriege, sowohl von Buchhändlern, was mega strange ist, als auch von Lesern. Ich kriege mega viel Feedback auf Twitter und Instagram und ganz viele schreiben, dass es halt kein typisches Weihnachtsbuch ist und dass sie so ein Weihnachtsbuch, klingt super dumm, wenn ich das über mein eigenes Buch sage, noch nicht gelesen haben. Und weil es halt einfach keine typische 0815-Geschichte ist. Mhm. Und es hat so ein bisschen Tiefgang, was man in 2 Monaten reindrücken konnte. Ja, aber das ist auch das, was ich mag, weil du kommst ja über Sprachwitz und über Beobachtungswitze und ein Buch kann sich auch darauf reduzieren. Ja. So, und dann ging das aber los, dass dieser Charakter so ein bisschen ausgearbeitet wurde und auf einmal war es nicht mehr nur der Wortwitz oder die kleinen Gags zwischendurch von irgendwelchen Begegnungen im Kaufhaus oder so, sondern ich habe wirklich dann Bock bekommen, weiterzulesen, was passiert. So. Ja. Was passiert, wenn er jetzt seine Ex-Freundin trifft mit seinem Bruder? Ja. Was passiert jetzt mit der Carina, die er in der Kneipe kennengelernt hat und so, spielt, kommt sie nochmal wieder? Und was ist so, also, und ich mag auch zum Beispiel den Vater. Ja. Ich mag den Vater, weil er so ein ruhiger Typ ist, der einfach einen Spruch droppt. Ja, so ein trockener Typ. Er ownt die Situation mit einem Spruch. So. Und ich mag das immer, die Mutter, die so bemüht und wuselig ist. Ja. Aber so, ich mag das alles. Ich mag das Zimmer, wo er pennt. Das ist halt auch der Klassiker. Ist bei dir auch so? Ja, du ziehst zu Hause aus und auf einmal ist da ein neuer Fußboden. Ja, ist du hast immer. 30 Jahre. Genau, da war niemand. Menschen, du wirst nicht wissen, was sich in diesem Fußboden an Flüssigkeiten reingefressen haben. Wurde nie ausgetauscht. Nee, nie. Und sobald du das erste Mal nach Hause kommst, nachdem du ausgezogen bist, ist da frisches Laminat, neue Möbel. Ja. Irgendwie, ich musste irgendwie 20 Jahre dieselben Buchenholzmöbel ertragen und sobald ich da alles neu. Ja. Naja, und das ist halt, und deswegen kann man sich echt super identifizieren. Und dazu kommt eben dein dir eigener, sehr lustiger Wortwitz, deine Beobachtungsgabe und diese kleinen Hiebe auf Popkultur, so, die du immer wieder drin hast. Zum Beispiel, was war mir eingefallen, wo du mit 2, 3 Worten einfach was aufgreifst, was auch nicht jeder versteht. Ja, also, weißt du? Also weiß jetzt nicht, ob das Popkultur ist, aber Fackelmann hier zum Beispiel. Ja, Fackelmann. Das, wo du schreibst, so du bist da wie nur so ein Wrack und dehnst deinen Körper und kippst gleich um und du wartest drauf, dass jemand von Fackelmann dir eine Mütze gibt und einen Werbevertrag kann. Ja, das ist, als Bastian nach dem Saufen am nächsten Morgen aufsteht und verkartet ist. Ja, und das mag ich halt, weil ich finde es mutig, weil es wird nicht jeder verstehen, aber viele werden es verstehen und die es verstehen, meine die freuen Mutter sich dann drüber. Ja, das meine ich so, ne? Die werden es nicht verstehen und denken sich, ja, was meint der? Aber wenn man es versteht, denkt man sich, ja, geil, danke, Mann, danke für den Gag, weil du mal einfach die komplette Axel-Schulz-Geschichte da quasi in einen Satz verpackt hast. Genau. Und deswegen macht mir das echt sehr viel Spaß zu lesen und ich bin leider noch nicht ganz durch, weil ich es nicht termingerecht geschafft habe, fertig zu werden. Aber ich freue mich drauf, dass ich das gleich weiterlesen kann, weil es echt cool ist. Und bist du dann aber auch so, dass du am wir haben kurz im Vorgespräch drüber geredet. Es gibt einen Radiosender, der heißt Christmas FM. Ja. Das ist ein irischer Radiosender, der nur Weihnachtslieder spielt. Vom 1. Dezember bis zum 27. Dezember. Oder 28. Mhm. Und immer die gleiche Playlist. Ich meine, es gibt, wie viele Weihnachtslieder gibt es? 7. Und eher so relevante, so richtig große, ja. Ja, also es ist wahrscheinlich so eine Playlist von 100 Liedern. Und die wiederholt sich halt ständig. Und Punkt 1. Dezember schalte ich Christmas FM ein. Dekoriere die Wohnung ein bisschen weihnachtlich, so Girlanden zu Hause, stellen so Duftkerzchen auf und machen so Nelken in Orangen rein und so. Aber und hören eben Christmas FM. Aber am 27., 28. ist bei mir dann auch vorbei. Ja? Da reicht dann Weihnachten. Ja. Ist bei dir auch so? Also bei mir ist es so, dass ich das so lange wie möglich genießen möchte, aber ich finde so diese Melancholie der herabfallenden Tannennadeln. Ja, ne? Genau. Die greift dann irgendwann und man möchte es so ein bisschen verlängern und man möchte noch ein bisschen so in dieser Schneekugel, wenn du jetzt so willst, irgendwie bleiben. Aber man weiß auch schon, okay, es ist. Bisschen wie nüchtern werden. Je länger du diesen Tannenbaum in der Wohnung behältst,
so hässlicher wird er. Und desto stressiger wird es, weil dir alles runterfällt. Du musst es ja dann auch zusammen. Ist das eine wunderschöne Metapher? Ja, ist so. Ich hatte mal, muss ich tatsächlich sagen, ich hatte mal einen Tannenbaum mehrere Jahre im Keller. Ja. Und zwar, das war, da ich, keine Ahnung, da habe ich in Hamburg gewohnt und war dann auch irgendwie Single oder was, ich weiß gar nicht, war ich da Single? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Single. Und ich fand es irgendwie den Gedanken, okay, ich komme jetzt, weil direkt vor meiner Tür war so ein Verkaufsstand von Weihnachtsbäumen. Ja. Und ich komme, ich hole mir jetzt einen eigenen Weihnachtsbaum, um mich selbst in Stimmung zu bringen. Und ich bin aber auch mega faul. Und dann irgendwann tannte der halt und ich kam dann eh nach Hause, da war der dann eh schon nicht mehr ganz geil. Habe ich den einfach in so Müllpapier, also in diese großen Mülltüten eingeschlagen und in den Keller gebracht. Ja. Weil ich wie so eine Leiche. Ja, wie eine Leiche. Ich wusste nicht, was ich damit mache. Und jedes Jahr, wenn dann so Weihnachten vorbei ist und die Leute ihre Tannenbäume, habe ich immer, okay, was machen die Leute mit den Tannenbäumen? Ja. Stellen die an die Straße? Ist das Anzeigen. Illegal? Ich weiß es nicht. Ja. Und irgendwann nach 5 Jahren, habe ich den in der Nacht- und Nebelaktion, es war mir mega unangenehm, habe ich den irgendwie so raus, wie so ein Verbrecher, und habe den auf die Straße gestellt. Und hab mich ganz schnell entfernt. Und was ich dafür ein Bild schön fände, ist, wenn du, weil du gerade gesagt hast, wie eine Leiche im Keller, wenn du in so einen Teppich eingewickelt hättest und unten hättest du der Stamm raus und dann über die Brücke in den, weggeworfen. In Berlin konnte man einfach alles auf die Straße stellen. Ja, das ist halt Berlin. Ja, das klingt nach Berlin. Ich glaube, man darf es in Hamburg auch. Ich wusste es aber einfach nicht und ich wollte auch nicht das Gesetz übertreten. Aber ja, das so ein war, Typ bist du nämlich. Ja, so ein Typ bin ich, aber ich habe wirklich auch so Spuren, weil ich musste in den Keller, und das ist ja ein Gemeinschaftskeller und da sind lauter, und da, ich habe natürlich hat dieser 5 Jahre alte Tannenbaum so einen brotkrumenartigen Weg halt aus Tannennadeln hinterlassen. Ja. Ich dachte mir, ey, die kommen mir auf die Schliche. Aus deiner Wohnung, in den Keller und dann raus. Ja, genau. Und das war wirklich ein sehr schlechtes Verbrechen. Deswegen habe ich versucht, habe das dann bei mir so ein bisschen weggefegt und hat die Spur dann zu einem anderen Keller gelegt. Das war ich dann leider nicht. Ja, genau, so sieht es aus. Was ist für dich noch Weihnachten? Jeder hat so ein individuelles Weihnachten. Das fängt beim Essen an. Essen. Was ist dein Weihnachtsessen? Also ich finde, Weihnachten ist ein einziges großes Essen. Ja. Also man hört nie auf eigentlich. Das ist auch im Buch ein Thema. Und wenn ich ankomme, gibt es bei meinen Eltern immer Rinderroulade mit Sahnesoße und Semmelknödel. Und also, die Knödel. Ja. Als ich das gelesen habe, war ich so neidisch. Weil das ist ja was Bayerisches, du kommst ja aus der Ecke. In Norddeutschland isst man halt Hering am Stock oder so. Okay. Und ich wollte aber immer Knödel, aber ich liebe Knödel. Und ich habe meine Mutter, die hat seit 10 Jahren versucht, meine Mutter exklusiv für mich, mir Knödel zu machen. Und sie kriegt es halt nicht so richtig hin. Aber es ist so easy. Ja, es ist eigentlich easy. Ich kann es selber tatsächlich. Aber sie, echt? Mhm. Oh Mann, dann schick mir den. Ich schick dir den. Schick mir per E-Mail. Genau. Und esst ihr immer noch dasselbe wie in deiner Kindheit oder hat sich das irgendwie modifiziert? Also an Weihnachten selber, an Heiligabend, gibt es bei meinen Eltern immer, das nennt sich Zopf. Klingt jetzt eklig. Mhm. Es ist Hackfleisch mit Blätterteig überbacken. Nö, das klingt nicht eklig. Das ist mega. Das klingt überhaupt nicht eklig. Das ist mega, mir läuft das Wasser immer zusammen. Aber ist das wie so ein Hefezopf-Design genau, dann genau, auch? Genau, wie ein Hefezopf. Und mit Kartoffelsalat, selber gemachten und roter Beete und Bohnensalat. Mhm. Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, ja, ja. Furchtbar. Ja, ja, so ein Pavlov. Und es ist der Shit, tatsächlich. Und den gibt's immer bei einem Dorfmetzger, der irgendwie 2 Straßen weiter bei meinen Eltern die Fleischerei hat. Und das ist, also wenn der irgendwann dicht macht, dann werde ich nichts mehr essen. Gott, das ist hart. Dann trage ich schwarz ein Jahr lang. Ja, aber das ist ja auf dem Dorf dann auch so, wenn man alles hat so seine Konstanten und sobald in einem Geschäft etwas anderes ist, stört das sofort das Bild. Absolut. Ne? Ist auch richtig so. Ja. Also es muss alles beim Alten bleiben. Genau, bitte. So, das muss so sein. Und wenn man das selber für sorgt, dass der Leim bleibt. Und Ente gibt es dann natürlich. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann Ente mit Kartoffelknödel, also zu den Rindsrouladen gibt es immer Semmelknödel. Mm, oh, geil. Mega. Aber da habe ich jetzt auch voll Bock drauf. Alter. Und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es dann meistens irgendwas, also da darf es dann mal was Neues geben. So. Also da gibt es dann entweder Würstchen oder also irgendwas relativ dieser Tag, ja. Genau. Ja. Aber Roulade, Zopf, Ente ist immer der Dreiklang. Ja, nice. Ja. Ist mega, was bei dir? Bei uns war es so, also mein Vater ist so ein bisschen puristisch, der hat immer so damit kokettiert. Der hatte ja nichts. Ne? Also der ist halt so ein Typ, Vietnam gedient und ist zu barfuß den Berg hoch zur Schule. Mit 17 Kindern auf dem Rücken. So, ne? Mit Schinken als Schuhen. Exakt so. Nee, Schinken hatten sie niemand ja nicht. Sie hatten ja keine Schinken, sie hatten Elend als Schuhe. Ja. So. Und deswegen hat der immer so, ja, hier Kartoffelsalat mit Würstchen. Das ist geil. Ja, aber nee, nicht mit mir. Nicht als Kind. Ja, okay. Und ich habe irgendwann eine neue Tradition, ich glaube, ich war federführend, dass es Raclette gibt. Geil. Das ist natürlich nichts, was jetzt die 100-jährige Familiengeschichte ist, aber man muss dann auch mal neue Familiengeschichten etablieren. Und dann, ich wollte unbedingt Raclette. Und deswegen gibt es jetzt jedes Jahr Heiligabend Raclette. Und
je nachdem, wie viel da sind, gibt es natürlich auch immer die Frage, wer kriegt 2 Pfannen? Ja. So, weil das der Raclette hat, glaube ich, 8 Pfannen. Und wenn dann jetzt irgendwie alle einen Partner mitbringen oder so, ich habe 2 Schwestern, dann sind das kannst schon mal irgendwie 6, meine Eltern sind das 7, 8, dann hast du nur eine Pfanne. Das ist Hölle. Und so, und dann, und manchmal zum Beispiel meine eine Schwester, die hat so einen Kolossfreund, der irgendwie 200 Kilo Muskelmasse hat, ja, der will halt essen. Und der kann sich auch einfach noch eine nehmen, wenn er möchte. Ja, exakt. Und ich finde es halt einfach mega daneben, dass der einfach zu viel essen möchte. Ja. Und, aber was ich dann immer mache, ich habe immer dieselbe, seit ich irgendwie, keine Ahnung, 12 oder wann ich das etabliert habe, ich mache immer Fleisch. Also es gibt auch Leute, die machen ohne Fleisch oder die machen Fleisch nur in der Pfanne. Bei uns gibt es Fleisch oben auf der großen, ja, Pfanne, weil alle wollen Fleisch. Ja. Und dann mache ich das, übergieße ich das immer so. In der Pfanne ist Käse mit Mais. Geil. Und so Champignons brate ich mir auch noch so ein bisschen. Mm. Und dann lege ich mir so eine Basis aus Fleisch. Sehr gut. Und dann übergieße ich das mit diesem Käse. Mm. Der läuft auch so. Flüssiger Käse. Ja, so dicker, flüssiger Käse. Und dann schneide ich mir dieses Fleisch mit dem Käse und dem Mais und so, was ich da noch so an Ingredienzien, ja, so reinpacken will. Es ist so, oh mein vielleicht Gott. Vielleicht wollt ihr ein Format machen, wo wir nur über Essen reden. Ja, wir haben sowas ähnliches. Wir haben ein Kochformat, aber das ist leider auch wieder so ein scheiß Competition-Gedanke. Muss ja immer alles Competition sein. Ja. Aber Competition ist ein geiles Wort für ein Kochformat, weil du das Wort Tisch drin hast. Tischen, ja. Competition. Ja, finde ich. Wieso nennen wir, wieso nennen wir das Nerds anhört? Wieso heißt es nicht Competition? Wir können es ja jetzt so nennen. Aber wo man einfach aus Bock kocht, aus Liebe kocht, ja, und nicht mit Eile und gegen jemanden und bla, sondern wo man halt zum Beispiel sowas macht. Jeder kocht mal sein Weihnachtsessen für die anderen. Ey, komm ich vorbei. Mach ich das, machen wir. Semmelknödel und ich mache aber Ländchen dazu, also Schweinelende. Ja. Und zwar in süßer Senfsoße. Oh, wie geil. Das kannst du? Ja. Oh mein Gott. Okay, wir machen das ernsthaft. Mega Bock. Ich verarsch dich nicht, wir machen, ja, das wirklich. Ich weiß nicht, wann wir das fertig kriegen, aber wir haben da unten so ein Studio und da ist eine Küche drin. Das war halt einfach die Küche. Nein, wir haben, das ist wahrscheinlich eine Fake-Küche, aber wir haben eine echte Küche, aber die ist scheiße, da machen wir Nerds an Nerds, und wir haben noch eine andere Küche, die ist geil, das ist aber eine Fake-Küche, aber ich habe schon mit allen Leuten geredet, da können wir eine echte Küche einbauen, ich habe schon Chris Pogo gefragt, wo es geht, und Chris Pogo, der kann alles. Chris Pogo. Und der hat gesagt, es geht, und da bauen wir nämlich die feste Küche dann rein, und wenn es nur für dieses eine Mal ist, wo mega du das Bock kochst. Ich kann auch Schweine braten. Kannst du auch? Ja. Ach, Mann, du kommst halt mehrfach. Ja. Du kommst halt einfach, musst halt mehr Bücher schreiben, musst, ja, du mir jedes Buch einmal vor. Kochbuch zum Beispiel. Ja, das ist das nächste, dann wahrscheinlich ein Kochbuch. Ein lustiges Kochbuch. Mit Gags. An eine Geschichte geknüpft. Erst, du siehst den Charakter und dann wird immer fetter. Kapitel wird immer fetter und es ist, nach jedem Kapitel kommt ein Kochteil. Es würde wahrscheinlich funktionieren. Es würde funktionieren. Kochen und Entertainment, und er wird immer fetter und am Ende stirbt er an Überfettung. Aber er war glücklich. Das ist wirklich, oder? Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, das Ende schon gespoilert halt natürlich. Ja, ist schlecht. Ist halt so. Und dann noch ein Leichenspaß am Schluss, wo sich dann alle treffen und nochmal, ja, über ihn reden. Das, und dann, genau, ist aber ein gutes Gefühl am Schluss, ja, und perfekt. Und dann reden die aber über seine Rezepte. Ja. Und dann kommen noch mehr Rezepte. Ja. Und dann sterben die auch alle. Richtig gut. Die sterben alle bei der Beerdigung. Also noch. Red Wedding-mäßig. Ja, genau. Exakt. Fat Wedding. Fat Wedding. Oh. Ja, so machen wir das. Ja, ich bin ganz begeistert. So. Was ist dein nächstes Projekt? Gibt es ein nächstes Projekt? Also hast du schon Ideen? Also was ich zugesagt habe, jetzt als einziges bisher, ist wieder Neo-Magazin, kommende Staffel. Ja, da, aber ich meine auch mit. Buch, meine ich jetzt auch. Ne? Hast du schon neue Buchideen? Ja, gehst du jetzt durch die Gegend die ganze Zeit und denkst so, ich bin mega reich geworden mit diesem Buch. Schön wär's. Als nächstes schreibe ich Science-Fiction oder Liebesromane oder so. Ich würde tatsächlich gern, exklusive News jetzt bei euch, ich würde tatsächlich gern Thriller schreiben. Okay. Aber auch schon eine Idee und einen groben Plot mir überlegt. Aber ob das jetzt das nächste Buch ist, das ich schreibe, weiß ich noch nicht. Also vielleicht ist das nächste auch ein Osterbuch. Mal gucken. Aber stehst du dann manchmal so in der Dusche oder sitzt auf dem Klo und so und denkst, okay, so. was, ja, aber denkst dabei über dein nächstes Buch nach und was du schreiben würdest oder was du anders machen? Nee, gar nicht? Nee. Also wenn, manchmal fallen mir Ideen, also erste Sätze fallen mir ganz oft ein. Mir fallen, bei dem war es jetzt auch so, der erste Satz in dem Buch ist 73% aller Morde, ja, werden in den Tagen vor Weihnachten begangen. Ja. Und daraus ergibt sich dann ganz oft der Handlungsstrang, komischerweise. Und so war es jetzt bei den nächsten Ideen, die ich habe, auch. Ich habe 2, glaube ich, ganz gute erste Sätze. Aber willst du natürlich und noch nicht. Kann ich noch nicht. Kannst du nicht machen. Aber der erste Satz ist tatsächlich so wichtig, für Autoren, und daraus ergibt sich ganz, ganz viel. Also, berühmter erster Satz ist zum Beispiel: Der Mann in Schwarz. Mir sind nur politisch unkorrekte Sachen gerade eingefallen. Ich muss mich so auf die Zunge beißen. Punkt, der Mann in Schwarz. Punkt. Nein, der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Punkt. Stephen King, Der dunkle Turm. Aha, aber und ich habe den Film gesehen, das war das Schlimmste, was ich gesehen habe. Ja, ich habe den nicht gehört. Also, Simon und Eddie waren drin und die haben mir gesagt: Junge, bitte
Auf keinen Fall. Ruinier dir das nicht, indem du diesen Film anschaust. Der Trailer hat es für mich schon ruiniert. Die Besetzung hat es eigentlich fast schon ruiniert. Aber nee, das ist zum Beispiel ein schöner erster Satz. Und ich finde nämlich auch, dass ein erster Satz kann ein Buch richtig tragen. Ja. Ja. Und das ist wie bei uns, ist das, wenn du sagst, der erste Satz legt die Basis dann, ne, für das kommt, so ist es bei uns mit Wortspielen. Ja. Darauf machen wir Sendungen. Wir auch. Das ist bei euch wahrscheinlich auch so, ne? Genau. Ja, also Christian, du wolltest gerade noch sagen, das möchte ich dich noch zu Ende erzählen lassen. Was für dich als nächstes ansteht, neben deiner Autorengeschichte, ist, also Neo Magazin Royal, schreibst du weiterhin für noch irgendwas Spannendes? Ich habe noch, also ich habe jetzt ein paar Sachen auf dem Tisch, aber weiß noch nicht so genau. Okay, mal also gucken. Erstmal auch ein bisschen Urlaub machen nach Weihnachten. Irgendwie mal eine Woche weg wenigstens. Ja? Und dann mal gucken. Was das nächste Wo geht's kommt. Hin? Süden? Sonne? Weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Ich würde gerne einfach Wellness machen. Ja, Mann. So ganz spießig. Oh, das spießig. Aber weißt du, was mich an Wellness stört? Die anderen Menschen. Exakt. Ne? Exakt. Ich will ein Wellness haben, ein Whirlpool nur für mich. Ja. Und irgendwie, meinetwegen auch eine Massage irgendwie nur für mich. Aber, oder eine Sauna nur für mich oder so. Ja. Aber so diese anderen Leute, die sich da wohlfühlen wollen, während ich da bin. Die Elfjährigen. Die Elfjährigen. Die machen mit Wellness kaputt. Ja. Ohne Scheiß. Das ist, man sitzt neben so einem muskulösen Elfjährigen in der Sauna und hast nur Angst. Ja. Darauf hat man keinen Bock. Deswegen mache ich das nicht. So, vielen lieben Dank, Christian, dass du da warst. Sehr gerne. Eine Empfehlung von Herzen. Lest euch das Buch durch. Gerade wenn ihr diese Sendung schaut, noch vor Weihnachten. Guck mal, wie gerade ich dein Buch halten kann. Ohne dass ich zittere. Verrückt. Oder? Körperbeherrschung, Shaolin-Style. Genau, also gerade wenn ihr das noch vor Weihnachten lest und nicht 11 seid und noch keine nostalgischen Gefühle entwickeln konntet in eurem Knirps-Körper, dann lest das. Das ist echt gut. Knirps-Körper. So. Vielen Dank, Christian. Viel Erfolg und wir sehen uns für dieses Kochding. Ich nagel dich darauf fest. Bitte. Ne? Da sehen wir dich spätestens wieder. Und ansonsten deine Gags hören wir bei Neo Magazin Royal. Das guckt ihr eh den Scheiß, ne? Kennt ihr also. Tschüss.